Hallo Leute, willkommen zurück bei Elements Origins. Yay, ich wollte unbedingt weiterspielen. Also habe ich nur geschlafen und danach direkt wieder angemacht hier. Ja, du willst auch was sehen können, sagt er. Okay, noch habe ich ja meinen kleinen Sui dabei. Da kann ich halt hier... Ich weiß auch schon mal, wie weit ich spielen darf, weil das Spiel ist ja wie gesagt in der Pre-Beta. Und ich darf halt nur bis zu einer bestimmten Ecke spielen. Sonst ist nicht vorbei. Da ist einer geflüchtet, hat der hier ein Vieh. Kann ja nicht sein. Und das andere auch. Sind das feige Schweine. Ey, Moment mal, habe ich die Gegner nicht schon mal gehabt? Nee, ne? So. Gut, dann den will ich nicht. Ich suchen wir mal hier alles erstmal. Hier ist nix. Ja. So. Gut. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist auch Flugbestien. Kann ich mit Bestien... Oh, ich habe jetzt Erdmagie. Kann ich mir gleich zeigen. Wird wahrscheinlich noch nicht so stark sein. Nur gegen Gegner, die halt gegen Erde empfindlich sind. Ach naja, aber dazu muss ich warten, falls ich hier wieder ein Monster hochkriegen sollte. Ja, ja, ich sag nix. Gut, noch nicht. Na, mach mal ein bisschen klar, ja. Zack. Na, die Gegner haben ja schon ziemlich was drauf, muss ich sagen. Aber ich bin auch erst Level 2. Ich sollte vielleicht nicht zu hohe Ansprüche haben. Man kann nicht mehr richtig reden, oder was? Ja. Gut. Dann wollen wir uns doch mal umgucken. Also das ist das erste Mal hier so ein freies Gebiet. Und wie ihr seht, das sieht von der Optik her wieder irgendwie genauso aus. Aber ich denke mal, damit müssen wir uns jetzt einfach mal abfinden. Dass er halt nicht so der kreativste ist. Ah, okay. Und den Kampf werde ich wohl rausschneiden. Besser. So. Ja, ich habe gerade überlegt, dass ich nochmal zurücklaufe und mir Heilung hole. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine intelligente Idee ist. Ah. Mal gucken. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Vielleicht... Guck mal, da passiert was. Bestimmt ein Kampf. Was ist denn da los? Hey, da haben wir mal einen hübschen Fund gemacht. Nicht wahr, Treu? Genau, einen hübschen Fund, Treu. Ich habe schon einmal gesagt, aber lass mich passieren. Das kannst du vergessen, Kleine. Genau, vergessen, Kleine. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich suche nach jemanden. Wisst ihr, was wir von dir wollen? Wir wollen uns bloß ein bisschen amüsieren. Genau, ein bisschen amüsieren. lass sie sofort in Ruhe. Was sagt man dazu? Sieht so aus, als gäbe es uns gleich doppelten Spaß, Treu. Genau, doppelten Spaß. Na, wartet. Na, geil. Danke. Oh, jetzt habe ich direkt Lia mit dabei. Die ein bisschen dasteht, als würde sie ein bisschen rumhängen irgendwie. Sieht aus, als würde sie irgendwie an einem Ding baumeln hier, an so einem Galgen. Wollt ihr wirklich gegen uns kämpfen? Kommt schon, es könnte so viel einfacher sein. Entschuldigung. Genau, so viel einfacher sein. Ich finde es ja nett von dir, dass du mir helfen willst. Was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir können reden, wenn wir beide eine Abtreibung verpasst haben. Was? Wir den Ball. Okay. Moment, das war jetzt nicht ganz richtig. Wir können reden, wenn wir den beiden eine Abtreibung verpasst haben. Okay, angreifen. So. Naja, das bringt viel. Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Ich mache erstmal noch meinen Schlag. So, was hat sie? Ohnmachtsangriff. Bounce. Und? Ohnmächtig? Nö. Bounce. Nein! Technik, Ohnmachtsangriff, komm. Ey, jetzt mal auf hier mit dem Scheiß und tut doch weh! Machen wir mal ein bisschen wieder hier. Bounce! Naja, ein bisschen mehr Schaden wird's wohl machen. Ohnmachtsangriff. Bounce! Ja, daneben, genau. Was? Sieh mal eine an, die Rosen haben Dorn. Dann wird es jetzt Zeit für unsere ultimative Angriffstechnik. Warte mal, ich muss mich heilen. Genau, unsere ultimative Angriffstechnik. Gut. Spare ich mir das. Das war's, Ladies. Ach, hier steckst du. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sprechen soll. Hä? Wer war das? Und wo kam das her? Hier oben, ihr Schwachmaten. Wer ist das denn? Oh, ein Mädchen. Was war das denn gerade? Ah, nee. Oh. Okay. Jan! Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Was machst du hier draußen hier? Du solltest doch nach Altina umsehen. Es tut mir leid. Ich wollte nach meinem Vater sehen, denn lange machte ich mir Sorgen. Mache ich mir Sorgen. Das wird schon zurechtkommen. Und nun, komm mit. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Hör gefälligst auf, uns zu ignorieren. Das ist voll doof, Mann. Genau, zu ignorieren. Hört zu, ihr Vollpfosten. Wir haben keine Zeit mit euch zu spielen, also pisst euch doch dahin, wo ihr herkommt.
Das ist ja wohl die Höhe. Komm, Troy, den machen wir fertig. Genau, machen wir fertig. Dann muss ich euch eben eine Trachtprügel erteilen. So, jetzt haben wir Jan mit dabei. Ihr müsst lebensmüde sein. Ja, klasse, meine anderen beiden Horstis sind fast tot. Genau, lebensmüde. Das wird schnell erledigt sein. Wind. Hä? Wind? Bedeutet das etwa... Ja, er kann Wind sagen. Bloß eine besondere Technik, mach dir keine Gedanken drüber. Hier, nimm erst einmal einen Heiltrank. Blopp. Oh, danke dir. Du hast recht. Erst einmal müssen wir uns um die beiden kümmern. Eure miesen Taschenspielertricks werden euch nicht viel bringen. Genau, nicht viel bringen. Okay. Wind. Bringt dir eh nichts hier, ist doch voll schwach. Stummpfeil, Vogelkiller, ein richtig Schaden gegenüber Flugbestien an. Orkanschwing ermöglicht begrenzte Teleportation. Erstmal den Typen stumm hier. Bounce. Oh, hat geklappt, super. Ohnmachtsangriff auf den anderen. Oh, machen wir nochmal auf Troy hier. So, was? Was hab ich jetzt mit ihm gemacht? Nix, Technik, dann wird Vogelkiller wahrscheinlich trotzdem großen Schaden anrichten. Was zur Hölle? Das macht ja bei mir auch Schaden. Erde. Komm. Mach mal irgendwas. Technik, Ohnmachtsangriff. Komm, mach ich mal ohnmächtig hier. Technik. Mach nochmal Sturmfall auf den anderen Spaten. Weiß ich, ob die irgendwas einsetzen können. Hat nicht geklappt. Doch. Sehr gut. Dann Angriff. Dann Technik. Vogelkiller hat mich irgendwie. Hat mich selbst verletzt? Oder was war das für ein Scheiß? Ne, die haben einfach zurück angegriffen, die Bösen. So, was ist jetzt hier? Hä? Nee, nichts ist gut. Heilung gehalten bin ich noch gut genug. So. Verteidigen. Sehr gut. Ach, mach einfach einen Kampf nochmal. Technik. Weiß ich nicht, ob da noch ein Kampf kommt. Mhm. Ich dachte. So, mal Stummfall nochmal, falls sie irgendwas anderes hier probieren. Ah, hat diesmal nicht geklappt. War sonst relativ erfolgreich gewesen. Nochmal, komm. Und Angriff. Ah, okay, der ist weg. Kannst den Stummfall auch sparen, egal. Hier, machst du auf den hier. Die Bösen hier, die wollen uns einfach vergewaltigen. Aber wir haben schon ein Item. Mach mal lieber schnell Heiltrag, bevor die Alte abratzt. Und du auch. Aha. Ja, das sollte auch so sein. Wieso hat sie denn jetzt noch kein... Ups. So, alle wieder geheilt. Jetzt können wir erstmal loslegen. Ja, einfach mal Kampf hier. Komm, komm, komm. Viel zu viele Bogenschützen. Wo ist hier doch eigentlich ein Schwert? Schlägt sie auch mit Schwert? So, okay. Will ich mal gucken? Ja, doch. Aber haut natürlich daneben schön, Deppen. So, gut, da kriegt hier... wer auch immer das ist jetzt, Treu, Roy? Das ist Treu, okay. Der kriegt erstmal schön Treu aufs Maul. So. Geht ihm ja. Wind! Ja, also mit dem muss wohl irgendwas faul sein, weil der kann Wind, also scheint das wohl auch einer von den windigen Genossen zu sein. Also, ne, also von den Elementarviechern. Was wir jetzt hier ganz clever rausgefunden haben. Wow, Level Up, sehr schön. So, habt ihr jetzt genug? Haut endlich ab, bevor ich euch in den Staub schlage. Das ist nur passiert, weil ich mich, weil du mich abgelenkt hast, Troy. Genau, weil ich dich, ne Moment, das war alles deine Schuld. Wird's bald? Jo, wir gehen mal rückwärts. Voll cool. Dim. Ja, ja, schon gut. Einigen wir uns auf Unentschieden. Genau, Unentschieden. Aber wir warten nur auf... Wir werden. Geht. Was er einfach nur ein böser Mann ist. Was für Idioten. Nun dann, danke, dass du uns geholfen hast. Was? Ach so. Ja, ja, schon gut. Auch wenn ich nicht deinetwegen hergekommen bin. Also dann, Lia, komm zurück nach Altine, ich muss dir was erzählen. Wie etwas stylisch ist. Das sieht zwar aus wie ein kleines Kind, aber so ein selbstgefälliger Kerl. Tut mir leid, ich entschuldige mich für sein Verhalten dir gegenüber. Nimm es ihm nicht übel, er meint es nicht so. Doch, schon, es ist schon in Ordnung, aber ich werde ihn töten. Aber sag, was war das eben? Das sind keine gewöhnlichen Techniken, die er die ganze Zeit über verwendet hat. Nun, tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählen darf. Das kann er nur durch einen Elementargeist, habe ich recht? Hallo, die haben gesehen, dass du Erde genommen hast. Was, du weißt davon? Ich glaube, wir sollten uns unterhalten. Komm, ich führe dich nach Altine. Da wären wir. Hier wohnt Jan. Nun also, muss dir eine Frage stellen. Woher kennst du die Quelle von Jans Techniken? Woher weißt du, dass er sie durch einen Elementargeist erhalten hat?
Ich traf vor kurzem meinen Mann namens Pat. Durch ihn erfuhr ich von diesen besonderen Kräften. Das ist alles? Tut mir leid, aber ich glaube dir nicht, dass dies der einzige Grund für dein Wissen ist. Nun, wie soll ich sagen? Dieser Mann, Petze, er sagte mir, dass ich die Orte Altine, Desertia und Cresta aufsuchen soll, wenn ich bereit bin, ihm zu helfen. Und nun auf dem Weg nach Altine begegne ich jemanden wie Jan, wie diesem Jan. Jemand mit Kräften, wie auch ich sie in mir trage. Was sagst du da? Auch du trägst elementare Kräfte in dir? Sag, ist dein Name Erika? Erika aus Tröten? Ja, mein Name ist Erika, Erika aus Tröten und ich stamme aus Tröten. Natürlich, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Allein schon, dass du Pet erwähnt hast, machte die Sache doch so offensichtlich. Du bist die, von der Jan mir erzählte. Ja, er hat von mir erzählt? Nun, jedenfalls indirekt. Eigentlich hat ihn Pet von... hat ihm Pet von dir erzählt und Jan sprach danach mit mir. Also ich habe das von einem Kumpel, der hat erzählt, dass die mütterlicherseits da die Tochter irgendwie was von dir weiß. Ich bin froh, dich kennenzulernen. Tut mir leid, bei dem ganzen Chaos habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Lia. Pet hat dir tatsächlich mit dir gesprochen? So eine Petze. Weiß ich so sicher, dass ich tun werde, was er gesagt hat? Stimmt etwas nicht? Nein, es ist nichts. Ich bin gerade nur etwas verwirrt. Ey, Jensen, Mann, es geht! So, damit wäre alles geklärt. Kommst du hier alleine zurecht, Lia? Wieso fragst du mich das? Bleibst du nicht hier, um mir zu helfen? Ich habe Pet am Stadteingang von Altine getroffen. Diese Erika, von der er erzählt hat, ist auf dem Weg hierher. Halt einfach Ausschau nach Fremden und frag nach ihrem Namen. Wenn du auf eine Erika triffst, weißt du ja, was zu tun ist. Dann könnt ihr euch gemeinsam auf die Suche machen, um einen Weg zu finden, die Katakomben von Altine zu öffnen. Ich werde mich jetzt mit Pet auf den Weg nach der Desertia machen. Falls sie nicht zu lange braucht, sehen wir uns dort wieder. Ach, und halte dich nicht zu lange mit dieser drittklassigen Bogenschützen auf, die Zeit drängt. Alter, ich geb dir gleich 4, 5 bis 24 Bombe, Junge. Drittklassig? Ich entschuldige mich erneut. Wie auch immer. Pet hat also auch erzählt, dass ich auf dem Weg bin? Das würde also heißen, dass ihr von allem wisst. Von Diaboros. Diabenros, den Elementen, den Erwählten, von allem, was er auch mir erzählte. Ja, genau, so ist es. Lustig, ne? Eines Tages kam dieser Pet in unsere Stadt und erzählte mir von all dem. Zunächst wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Es klang als sehr unglaublich absurd, aber er hatte eine sehr tiefe Stimme. Aber ich hatte diesen immer wiederkehrenden Traum. Alles, was Pet erzählte, passte einfach zu perfekt, als dass es erfunden sein konnte. Deswegen war ich so schnell gewillt, ihm zu glauben. Sie hat also ebenfalls diesen Traum. Deswegen tat ich, was er sagte und folgte ihm bis nach Altine, weil er mir seinen Gefährten vorstellte. Jan. Das bedeutet also, der Geist, für den die Katakomben Altines einst errichtet wurden, ist derjenige, der deine Kräfte erwecken kann? Ja, so ist es. Nachdem er also Jan vorstellte, machte er meinen Vater und ich uns alle sofort auf die Suche nach den Katakomben. Pet selbst machte sich auf den Weg nach Trüten. Jan sagte mir, dass Pet noch mit einer gewissen Erika sprechen muss, auf deren Hilfe wir nicht verzichten können. Jan sprach davon, dass er mit Pet gemeinsam nach Desertia aufmachen wird. Warten dort weitere Gefährten auf uns? Das will ich annehmen. Pet sagte vor seiner Abreise nach Trüten jedenfalls, dass er nur noch mit einer Person über die Sache sprechen muss. Damit warst wohl du gemeint. Ich verstehe. Ich bin also das Letzte. Nun lassen wir sie nicht weiter warten. Komm, finde den Weg zu Katakomben öffnen. Du hast recht, komm, lass uns gehen. Ab geht er hier. Ah, genug Gelaber. Lia, die Schwertkämpferin, gehört nun zum Team. Wunderbar. So, ich habe einen ganz kleinen Schnitt gemacht. Das liegt daran, dass ich nur sicher gehen will, dass meine Aufnahmen auch erhalten bleiben. Ich habe gerade erfahren, dass da etwas nicht ganz richtig ist, denn Lia ist eigentlich eine Samurai, wie hier auch steht. Da ist der Text noch falsch, weil das einmal anders gedacht war wahrscheinlich. Und ja, aber im Prinzip hat sie auch nur einen Kurzgriff. Oh, ein Schwert für Samurai, ein Kreuzschwert, ja. Naja, gut, nehmen wir es einfach mal hier hin. Status, was hat sie denn? Sie kann auf jeden Fall mehr ab als ich. Hat aber weniger MP als ich. Aha. Naja. Q und W. Ja, geil. Was hätte ich mir dann auf die Tasten nehmen können? Also ich kann hier durchschalten, zeigt er mir gerade. Aha. Ein bisschen stärker zur Zeit. Okay. Physische Verteidigung ist so besser. Also sie hat auch eine Rüstung. Ein Schild. Okay, kann ich nicht tragen, garantiert. Weil ich ja einen Bogen trage und das ist immer ungünstig, wenn man noch ein Schild in der Hand trägt. Ha, okay, gut. Nehmen wir das einfach mal so hin. Gut, wir haben also einen neuen Charakter. Ich will jetzt mich nicht so lange damit aufhalten, sondern einfach mal die Story weiterbringen.
Sag mal, Lia, was hast du eigentlich außerhalb Altines gemacht? Dass sich die Katakomben doch hier befinden. Stimmt, davon habe ich dir ja noch gar nichts erzählt, ich Dummerchen. Ach, wie ich...